Hi Fans und damit mal wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Sondervorstellung. Heute gibt es mal wieder eine React. Heute ist ein wunderbarer Montagabend. Gestern war Sonntag, da kam dieses Video. Die Cam immer, ne? Also, gestern Abend kam dieses Video hier raus. Ich habe noch so ein bisschen Sport gemacht, dann habe ich mein Escape from Tarkov Stuff aufgenommen. Wollte eigentlich schon ins Bett gehen, hab nur wieder kurz in mein YouTube-Studio reingeguckt, um wie meine Zahlen so aussehen. Natürlich auf einem konstant niedrigen Niveau. Es gibt leichte Verbesserungen, auch die möchte ich erwähnt haben. Wir haben mittlerweile 156 Abonnenten. Ich warte nur, nächste Woche sind es wahrscheinlich 154 und übernächste Woche sind es dann wieder 157, so wie das bei mir die ganze Zeit immer auf und ab geht. Aber das sollte ein anderes Thema sein. Wie gesagt, gestern Abend habe ich nochmal kurz bei YouTube reingeguckt und da wurde mir in den Algorithmus dieses Video reingeschleudert. Das lässt Männer scharf und jung wirken. Jedermann sollte das schauen. Und da ich ja eigentlich auch schon mittelalt bin mit 35, wollte ich mal gucken, was lässt mich denn scharf und jung wirken? Ein Glück habe ich meine Ambientebeleuchtung heute auf blau eingestellt, dann könnt ihr weniger sehen, wie mein Gesicht gerade so rot wird. Also wie gesagt, ich habe das Video jetzt noch nicht gesehen, aber alleinig der Titel hat mich schon so mitgenommen, da habe ich mir doch gedacht, komm, das tun wir uns jetzt natürlich an. Bist du über 30 oder 40 und hast je darüber nachgedacht, wie du dich jung halten kannst, sodass du da oben vielleicht sogar fitter bist als dein 20-jähriger Kollege? Es gibt eine Möglichkeit, die für viele wohl völlig überraschend kommt. Dass ich hier oben besser drauf bin als mein 20-jähriges Ich. Also ich glaube, dafür müsste ich jetzt wahrscheinlich nicht viel machen, wenn ich nicht überlege, wie ich mit 20 war. Ich habe jetzt eher gedacht, hier ging es jetzt um Style oder so. Aber wir gucken das Video mal. Lass uns überraschen, worum es geht. Liebe Freunde, an diesem Video heute liegt mir besonders viel, weil es um eine meiner großen Leidenschaften geht. Wenn ihr mit mir nachher einverstanden seid, teilt es bitte, liked es, schreibt wie verrückt Kommentare, so dass es sehr vielen Leuten vorgeschlagen wird. Danke. Ich bin über etwas... Also es wurde mir schon mal vorgeschlagen, ich teile es auch gerne weiter, ich verlinke euch das Original natürlich wieder unten drin. Ja, mal gucken, ich werde wahrscheinlich nicht... Was werde ich wieder haben auf einem React 100, 150 Views oder so. Sehr, sehr spannendes gestolpert, das ich unbedingt an euch weitergeben möchte. Und ich kann mir vorstellen, es betrifft den einen oder anderen hier und die Botschaft, die wird euch wohl gefallen. Dieses Video dürfte für alle hier spannend sein, aber besonders interessant für die etwas Reiferen unter uns, also Leute ab 30 Jahren, denn es geht um die Jugend unseres Hirns. Und in der Regel nehmen ja bestimmte kognitive Fähigkeiten langsam ab, wenn man etwas über die erste Frische hinaus ist. Ab 30, sagt man, wird der Geist schrittweise träger. Es ist kein abrupter, sondern eher ein schleichender Prozess und ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Lebensstil, körperliche Gesundheit, geistige Aktivitäten und auch soziale Interaktionen spielen eine Rolle für die kognitive Leistungsfähigkeit. Studien belegen, dass bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Verarbeitungsgeschwindigkeit, besonders ab dem mittleren Alter, also so ab 40 ungefähr oder 50 Jahren, beginnen deutlich abzunehmen. Falls euch das bekannt vorkommt, habt ihr euch je gefragt, wie ihr eure geistigen Fähigkeiten gezielt verbessern könnt? Ab 30 nimmt der Geist etwas ab. Ja, mag durchaus sein. Ich meine, gut, klar, so mit 40 hast du die Hälfte schon hinter dir, da gehst du schon wieder langsam Richtung Grube, du hörst schon den Blinden singen. Time to say goodbye. War mal bei Michael Mittermeier in einem Comedy-Programm. So, ich bin jetzt schon über 30, ich bin jetzt schon 36, ich gehe schon wieder Richtung Grube. So. Wobei ich muss auch ganz sagen, dass es von jedem Mann zu jedem Mann wieder unterschiedlich ist, kann ich natürlich auch bezeugen, sage ich jetzt mal, oder kann ich total nachvollziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir im Betrieb, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir haben einen Azubi im Büro, dem kannst du in die Augen schauen und du denkst dir einfach nur, ja, Licht ist an, aber es ist keiner zu Hause.
Also, wenn du denen was sagst, so, dann guckt er dich erstmal so an, so, aha, ja, okay. Gut. Machen wir mal weiter. Klar, Sport, Stressreduktion, Lesen oder das Erlernen von neuen Fähigkeiten, das sind schon mal gute Ansätze. Aber was, wenn ich euch sage, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt, die nicht nur Spaß macht, sondern auch eure Reaktionsgeschwindigkeit, Problemlösungs- und Multitasking-Fähigkeiten positiv beeinflussen und steigern kann? So dass ihr beispielsweise wie Spider-Man etwas blitzschnell auffangen könnt, wenn es euch aus der Hand fällt, oder auch bestimmte komplexe Zusammenhänge rasch erfasst. Okay, cool. Kann ich dann auch Netze schießen? Ich bin Spider-Man, weißt du? Irgendwas fällt runter. So, weißt du, so Netz schießen, so einmal durch den Flur ins andere Zimmer rein, wo gerade irgendwas vom Schrank fällt, hier so, weil da drüben ist meine Tür, weißt du? Und dann kann ich hier so rein, so. Und dann kann es hier reinziehen und habe hier direkt so. Oh, hey, cool. Hey, Flasche gefangen. Okay, cool. Nur du siehst halt in den Spider-Man-Filmen immer, wie er irgendwas mit seinem Netz auffängt, aber mit dem Netz zurücktun, das kann er irgendwie nicht, oder? Also habe ich noch nie, also wüsste ich jetzt zumindest nicht, dass das mal vorkam. Kognitive Stimulation fördert ja die geistige Leistungsfähigkeit. Das ist ja allgemein bekannt. Weniger geläufig ist, dass auch das Spielen von Videogames dazu gehört. Zocken kann somit als eine Art Prävention gegen Krankheiten wie Alzheimer dienen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber für mich als passionierte Gamerin finde ich diesen Nebeneffekt einfach fantastisch. Nebst Zocken kann Alzheimer vorbeugen. Jetzt habe ich endlich eine Rechtfertigung von meiner Mutter, warum ich so selten das Haus verlasse. Das ist ab sofort kein Stream. Das ist ab sofort kein Streaming mehr, kein Gaming. Das ist jetzt meine medizinische Vorsorge gegen Alzheimer, was ich hier mache. Ah, herrlich. Weiterbildungen oder neuen Dingen lernen, ist es für mich tatsächlich die beste Waffe gegen den geistigen Verfall. Es macht mich da oben jünger. Und nein, ich habe heute keinen Videogame-Sponsor in diesem Video. Ich zeige euch nachher den Beweis. Gaming has proven health benefits. Say what? But we only talk about the negatives. Gaming hat nachweislich gesundheitliche Vorteile, erklärt dieser berühmte Arzt hier, vorausgesetzt, es wird in vernünftigen Dosen betrieben. Dr. Mike beschreibt in seinem vielbeachteten Video, dass Videogames die Fähigkeit fördern, in drei Dimensionen zu denken und das Gehirn weiterentwickeln. Studien zeigen, dass Gaming die Reaktionszeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer jetzt natürlich 24/7 nur Call of Duty zockt, das ist wahrscheinlich wieder was anderes. Ich meine, wir gucken gleich noch weiter, weil ich sehe jetzt hier unten schon im Text drin, da heißt's, warte. Was habe ich jetzt wieder gemacht jetzt? Das wollte ich doch gar nicht, warte. Das wollte ich. Ah, ich habe hier wieder so viele. Ich habe so viele Knöpfe, ich komme durcheinander, warte. So, also. Playing Super Mario induces structural brain plasticity. Gray matter changes resulting from training with commercial video game. Also ich kann mir vorstellen, natürlich, jeder fasst es wieder einzeln auf und nicht jedes Game hat wahrscheinlich auch dieselbe Ding. Also wenn ich zum Beispiel zurückdenke an Superliminal oder wie hieß das andere, Viewfinder, das sind so Indie-Games. Da musst du wirklich denken, da musst du wirklich einmal deine Umgebung in dem Spiel analysieren und um die Ecke denken. Das wäre zum Beispiel mal etwas, ja. Oder was ich zum Beispiel sehr zurückdenke, etwas, was mir zum Beispiel sehr gefallen hat, war, wer es auf meinem Kanal noch kennt, Railgrade, wo dir quasi immer so Missionen gezeigt werden. Du musst innerhalb von 55 Minuten, 108, was weiß ich, was gab es in Railgrade, was man exportieren musste? Du musstest in 55 Minuten 108 Luxuszimmer herstellen, ja? Und dann fängst du natürlich an, ich brauche Stahl, ich brauche Kupfer, ich brauche Plastik, ich brauche das und das. Und du fängst halt am Anfang an, okay, pass auf, als allererstes brauche ich immer die Basics. Also ich brauche
Eisenerz und Kohle, macht daraus Stahl, dann brauche ich Kupfer, macht daraus Kupferdraht. Ich muss wieder Erdöl zur Raffinerie, die bringt mir dann wiederum Plastik und das muss dann zu dem, der macht daraus Ding und was weiß ich noch alles. Also wir gucken gleich mal noch weiter. Und ich weiß auch zum Beispiel, ich habe schon mal vor Jahren habe ich irgendwo schon mal so eine Studie gesehen, dass schnelle, also sowas wie Counter-Strike, dass schnelle Ego-Shooter die Aufmerksamkeit und die Reaktionszeit fördern. Aber jetzt gucken wir mal, wie das natürlich noch mit dem Ding zusammenhängt, mit dem Alzheimer-Vorsorge. Was ist jetzt wieder falsch? Ich habe schon wieder aufs falsche Ding gedrückt. Zeit und die Koordination verbessert, zwischenmenschliche Beziehungen stärkt und soziale Fähigkeiten fördert. Spieler von Strategiespielen berichten darüber hinaus von verbesserten Problemlösungsfähigkeiten. Ich muss nochmal zurückspulen. Soziale Interaktion, also das ist, glaube ich, das Letzte, was ich jetzt hier gefördert haben sehe an Förderung. Und die Koordination verbessert, zwischenmenschliche Beziehungen stärkt und soziale Fähigkeiten fördert. Spieler von Strategiespielen berichten darüber hinaus von verbesserten Problemlösungsfähigkeiten und schulischen Leistungen. And they certainly have downsides, especially if you overdo it. So instead of villainizing, let's keep investigating how to make them work for us. Anstatt Videospiele zu verteufeln, sollten wir herausfinden, wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können, sagt Dr. Mike. Übrigens, wenn dich dieses Thema interessiert, schau dir auch gerne mein aktuelles Video über Sigma-Männer an und warum sie für viele Frauen anziehend sind. Es gibt hier viele interessante Insights. Ich habe dir das Video in der Beschreibung verlinkt. Ja, unter dem Titel Chirurgen sollten mehr Videogames spielen, schreibt Medium, auch bei bestimmten Berufen kann Videospielen einen Vorteil haben. Dazu gehören verbesserte Leistungen bei Aufgaben, die Hand-Auge-Koordination erfordern und bessere Ergebnisse bei neuropsychologischen Tests. Ich muss ganz kurz dazwischen werfen. Hand-Auge-Koordination. Ich kann es verstehen, wenn du auf dem Bildschirm was siehst und du musst mit der Maus dahin, ja? Also wenn du irgendwas anklicken willst. Ich weiß nämlich einmal, ich habe vor Jahren, da habe ich noch daheim gewohnt, bei meinen Eltern, weil ich wohne ja jetzt praktisch auch daheim, aber daheim bei meinen Eltern. Und ich weiß nur so, ich war ein Samstag oder ein Sonntagnachmittag, ich weiß es nicht, und ich habe World of Tanks gezockt. Und ich meine, es war der Tiger 2 oder so. Ich war irgendwo unterwegs, ich habe einen Gegner gesehen, ich habe ins Periskop, ich habe rangezoomt, Kanone hatte gerade nachgeladen und in dem Moment steht mein Vater hinter mir und er macht irgendwie und er klopft mir auf Schulter und ich verziehe den Schuss und ich hämmer natürlich voll vor dem Gegner in den Boden rein, weil ich das Rohr nach unten gedrückt habe durch den Schulterklopfer. Und ich so, du kannst mir doch jetzt nicht auf die Schulter klopfen, wenn ich gerade am Ziele bin. hat mit dem Thema jetzt wahrscheinlich gerade nichts zu tun, aber es ist mir gerade nur irgendwie so eingefallen, dass es positive Ding hat, so mit Hand-Auge-Koordination und so. Da kam mir die Story einfach gerade. Gaming kann schnellere Reaktionszeiten fördern und das räumliche Vorstellungsvermögen verbessern. Eine wegweisende Studie zeigt, dass Chirurgen, die mehr als 3 Stunden pro Woche Videospiele spielen, weniger Fehler machten, schneller arbeiteten und auf einem chirurgischen Trainingsgerät insgesamt besser abschnitten als Chirurgen, die nie Videospiele spielten. Und nein, wenn wir über Gaming sprechen, meinen wir nicht die Candy Crush-Heldinnen im Tram oder im Wartezimmer. Hier geht es um das richtige Gaming, also Videospiele auf Konsolen und PCs. Und Gaming hat ja ein Imageproblem. Für viele stehen sie für Sucht, Sinnlosigkeit, vorsätzliche Verdummung, Zeitverschwendung. Und natürlich kann Zocken zur Sucht führen, wie so vieles im Leben. Ja, ich meine, man kann alles übertragen. Aber auf der anderen Seite, komme ich jetzt nicht heim und mache meine Videospiele oder schneide meine YouTube-Videos daraus oder komme ich jetzt einfach heim und hocke 3 Stunden am Handy und swipe durch Instagram-Reels, weißt du, also einfach hier so zack, 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 zack und das mittlerweile schon schwer wird wahrscheinlich für manche Leute, sich auf Videos zu konzentrieren, die länger als 10, 15 Sekunden sind oder so. Eben, wenn man es übertreibt. Wenn man zu viele Stunden da investiert. Es kann auch Zeitverschwendung sein und auch soziale Isolation. Manchmal habe ich so das Gefühl, irgendwie nimmt es da nicht richtig auf oder es gibt so
Bildverzerrungen? Isolation fördern. Aber wenn man im gesunden Maß spielt, zeigen Videogames halt laut Forschung viele positive Auswirkungen. Und oft sind es ja gerade jene Leute, die noch nie selbst gespielt haben, die über den Sinn und Unsinn von Videospielen diskutieren. Sie würden sich lieber die Weisheitszähne rausnehmen lassen, als einen Controller in die Hand zu nehmen. Ja, es ist leicht, etwas zu verurteilen, bevor man es selbst ausprobiert hat oder es einfach auch nicht beherrscht. Ertappt. Dass Videospiele geistig träge machen, wie einige meckern, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich zocke seit meiner Jugend. Heute spiele ich regelmäßig den Ego-Shooter Call of Duty im Teammatch, wo zwei Teams versuchen, mehr Abschüsse, also rein virtuell, zu erzielen als die Gegner. Dabei bewegen sich die Spieler aus der Ego-Perspektive in einer dreidimensionalen Spielwelt. Das Tempo ist hoch, man jongliert gleichzeitig mit Kamerasteuerung, Bewegungsstil, Schieß- und Sprungknopf und Waffenwechsel. Ich übertreibe wirklich nicht. Es fühlt sich an wie ein Feuerwerk der geistigen Sinne, die hier so geschärft werden wie wohl sonst nirgends. Innerhalb von Millisekunden muss man reagieren und zwar auf mehrere Dinge gleichzeitig. Du bist im Nahkampf, musst schießen, nachladen, blitzschnell Waffen wechseln, gleichzeitig das gesamte Spielfeld im Blick haben, während dir Granaten um die Ohren fliegen, dich ein Schuss streift und du gleichzeitig in Deckung gehst und deine Blendgranate wirfst. Und all das, während du abgelenkt bist vom Lärm der Explosionen. Und tatsächlich beobachte ich, wie meine Reflexe wie aus dem Tiefschlaf erwachen, wenn ich abgeklärt auf Mission gehe. Es gibt nichts. Okay, das, was ich vorher schon gesagt habe, dass so schnelle Ego-Shooter natürlich die Reaktionsfähigkeit fördern, ja, kann ich auch ganz ehrlich nachvollziehen, aber ich bin absolut einfach kein Fan von Call of Duty. Ja, als Ego-Shooter sehe ich durchaus, kann die Reflexe fördern, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das Spiel ist mir einfach auf Dauer zu repetitiv. Ich habe mal das letzte Modern Warfare mitgezockt, als wir bei uns in der Firma ein eigenes Squad hingemacht haben. Und ich weiß noch damals, ich habe mir extra eine PlayStation 4 gekauft, nur damit ich mit meinen Kollegen Modern Warfare zocken konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mal Spaß gemacht für einen Monat oder zwei, ja. Aber wenn dann das Squad so ein bisschen auseinandergeht und du es nicht wirklich mit Freunden zocken kannst. Also ich meine, das ist eigentlich das meinst du noch, dass man dann mit Freunden zockt. Wenn du was allein nicht zockst, ich bin halt ein Fan von Singleplayer-Spielen. Ich mag eine Story hinter meinem Spiel und ich mag es auch, irgendein Ziel in dieser Story zu haben. Ja, also eine Kampagne, die man von vorne bis hinten durchspielt und irgendwann kommt der Bossgegner und dann ist der Bossgegner besiegt und ja, geil. Und dann wiederum, da muss ich sagen, Call of Duty, die ganze Zeit nur Multiplayer-Matches ohne wirklichen Sinn. Ich meine, du lädst in eine Lobby, du spielst ein paar Runden, stirbst, tötest, zack, 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 beendet, nächste Runde. Das wird mir einfach zu repetitiv auf Dauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Was vergleichbar wäre, was alle Sinne gleichzeitig so fokussiert und schärft, also ich kenne zumindest nichts. Und das sagen übrigens auch Joe Rogan und Elon Musk, in ihrem aktuellen Podcast, wo sie auch über Gaming sprechen. Gaming sei auch positiv für den Stressabbau, weil es ist so das schwierig, dass es dich das zwingt. Also Gaming als Stressabbau, meine Nummer 1 Beruhigungsding irgendwie. Ich liebe es einfach, ich muss wieder Satisfactory anfangen, jetzt wo 1.0 raus ist. Ich habe wieder so Bock auf Satisfactory. Aber halt nicht alleine, versteht ihr mein Problem? 100% fokussiert zu sein und nur an dieses eine gerade zu denken. Ja, und wenn ich es vergleiche zum Beispiel mit Autofahren oder sogar mit Lesen oder einen Film schauen, bei all diesen Dingen bist du ja nie praktisch 100% fokussiert. Also es kommen dir oft noch viele andere Dinge in den Sinn. Hier kann das eher nicht passieren und darum hat es diesen beruhigenden Effekt. Und bitte, falls hier Gamer anwesend sind und ihr die ähnliche Erfahrung gemacht habt, schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. Ich habe euch die Untersuchungen natürlich in der Beschreibung dazu verlinkt, falls ihr mal schlagkräftige Argumente braucht, wenn wieder mal jemand meckert. Und ja, ich gebe es zu, es kann auch vorkommen, dass man sich dort nervt. Es ist ein kompetitives Umfeld, da regen einem andere Spieler schon mal auf. Wenn sie nur rumcampen zum Beispiel oder dein Team ist knapp am Verlieren und du hast dann den einen Typen, der 7 Kills hat und 74 Mal gestorben ist, aber dafür hat er das Headset offen und seine beschissene Musik ballert allen in die Ohren. Oder der Typ, der seinen Controller seinem 2-jährigen Sohn in die Hände drückt. Ja, dann werden Leute halt manchmal etwas emotional. Aber das ist ja nicht immer der Fall und überall insgesamt gesehen wirkt es halt doch entspannend. Auf jeden Fall, besonders Shooter-Spiele fördern viele kognitive Fähigkeiten. In Trainingsstudien wurden unerfahrene Spieler, die kaum oder nie Shooter gespielt haben,
zufällig entweder einem Shooterspiel oder einem anderen Videospiel zugeteilt. Die erfahrenen Shooterspieler konnten ihre Aufmerksamkeit schneller und genauer lenken. Außerdem verbesserten sich ihre Fähigkeiten, Entfernungen und Positionen von Objekten besser wahrzunehmen und sich in dreidimensionalen Räumen zurechtzufinden. Das half ihnen, schneller und präziser zu reagieren. Natürlich ist es, wie gesagt, wichtig, ein gesundes Maß zu wahren, also bei Anzeichen von Sucht sollte man nicht zögern, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, da jeder Mensch unterschiedlich reagiert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, was ich sehr hoffe, dann teilt es bitte mit euren Freunden, damit auch sie von dieser tollen Botschaft erfahren. Vielen Dank für euer Like, für euer Abo und fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss. Bist du über 30 oder... Jetzt habe ich aus Versehen nochmal von vorne angefangen. Aber dann ist ja gut, dann können wir das jetzt noch nutzen für ein letztes Statement. Und da muss ich ganz auch ehrlich sagen, da hat sie recht. Also wenn du eigentlich mit einem Kumpel zockst, ich hatte auch mal einen Mate von ganz, ganz früher in World of Tanks, mit dem habe ich viele Matches auf Stufe 8 gefahren. Und irgendwann habe ich halt einfach mal gemerkt, so er fährt total irgendwie in der Walachei rum und weiß gar nicht, was er macht. Und ich habe ihn dann auch irgendwie über Ding angeschrieben, hey, was machst du eigentlich da hinten? So, ja, ich habe meinem Papa mal die Maus und Tastatur in die Hand gegeben, dass er es mal ausprobieren kann. Und ich habe gesagt, ah, okay, kein Wunder, komplett abseits vom Schlachtfeld. Ich bräuchte eigentlich dein, was hat er gefahren? Centurion, ich bin mir nicht sicher. Wie heißt der eine Brite auf Stufe 8? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich könnte eigentlich deine Kanone und deine Panzerung hier drüben jetzt gebrauchen, wo ich gerade stehe mit meinem Tiger 2, aber... Ja, okay, alles klar. Soll dein Papa mal probieren, da hinten im Wald ein paar Bäume umfahren, halb so wild. Okay. Ja, natürlich, sie hat ganz recht. Wer natürlich Multiplayer spielt, der wird auch ein bisschen genervt. Aber genervt sind wir auch ganz ehrlich von Leuten, die uns draußen in der freien Wildbahn begegnen. Da ist natürlich Online-Spielen nichts anderes. Da muss man sich seine Mates halt auch schon gut aussuchen, ja. Wie gesagt, das mit dem, das Shooter-Spiele-Ding, also auf die, sag mal schnell, auf die Studien da in ihrem Blog, da werde ich jetzt gleich nach dem Video nochmal ein bisschen durchlesen. Und dann würde ich sagen, ich gehe das Ganze jetzt wieder schneiden und dann gucke ich, dass ich es morgen hochlade, also Dienstag dann. Und dann, ja. Ich würde mich natürlich auch wie immer über ein paar Kommentare freuen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Fans.